Wenn du wissen möchtest, wie eine Clownnase dir dabei hilft, die Bälle länger und gerade zu schlagen und auch noch eine tolle Übung für den Winter kennenlernen möchtest, dann bleib dran. Wir starten jetzt. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass mein Online-Kurs Bause Golf Essentials ab sofort verfügbar ist. Unten in der Beschreibung findest du nähere Informationen dazu. Die Idee, eine Clownnase auf eine Wäscheklammer anzubringen und diese wiederum auf den Schläger, stammt von Scott Cowkes. Er hat das gemacht, um gewisse Sequenzen des Golfschwungs zu erklären, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und man kann damit auch wunderschöne Übungen machen und eben auch den Schwung sehr gut erklären, wie du dann gleich sehen wirst. Und wenn du jetzt keine Clownnase rumliegen hast, kannst du natürlich auch einen ganz normalen Schwamm verwenden und dann auf eine Wäscheklammer anbringen oder irgendetwas anderes. Es muss nur etwas sein, dass du halt irgendwie ein etwas vor dem Schläger hast, was du dir vorstellen kannst. Viele in Österreich wissen ja, dass ich aus der Zauberszene komme, dass ich also sehr, sehr viel gezaubert habe in meinem Leben. Ich habe auch sehr viel bei Siegerehrungen Tisch gezaubert und vieles mehr. Und da habe ich auch zu Hause solche Schwammbälle rumlegen, die eignen sich auch perfekt dazu. Und bei Schwammbällen ist immer sehr hübsch, weil kann man sehr schöne Zaubertricks machen. Wie diesen hier, ein kleines Herz. Wenn dir dieses Video nachher gefällt, kannst du es dann auch liken. So, gehen wir diesen Schwung mit der Clownnase Schritt für Schritt durch. Also, ich nehme zuerst mein Setup ein und schaue zuerst, dass das hier richtig drauf ist, ganz gerade. So, das passt. So, und jetzt machen wir den ersten Teil. Das ist der hier vom Ansprechen bis zur Schaft parallel, also wenn der Schaft parallel zum Boden ist. Das ist eine sehr, sehr kritische Stelle im Golfschwung, weil da machen viele, viele Hobbygolfer schon einiges falsch. Ich zeige es mal vor, wie es richtig ausschauen soll. Das heißt, wir sind jetzt hier im Setup. Jetzt bin ich bei Schaft parallel und du kannst sehen, die Clownnase ist etwas näher nach vorne geneigt als der Schaft. Das heißt, der Schaft ist eher hinten und die Clownnase ist vorne. So, das ist die erste Phase. Die Schlagfläche ist leicht nach vorne geneigt, leicht geschlossen, im Winkel meiner Wirbelsäule im Prinzip. Ja. Und das sieht man bei sehr, sehr vielen guten Golfern, dass das so ist. Falsch wäre, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier wärst. Ja. Wenn die Schlagfläche offen wäre und die Clownnase jetzt quasi hinten ist und der Schaft vorne ist. Ja. Also wir wollen immer die Clownnase vorne haben, vor dem Schaft. Und das musst du dann vielleicht so trainieren, dass du auf einen imaginären Ball unten hinschaust. Das übst du ja dann auch vielleicht zu Hause jetzt im Winter. Und schaust nur auf den imaginären Ball und schwingst dir her. Und wenn du sagst, ich bin jetzt für Schaft parallel, dann schaust du und dann siehst du, aha, das passt. Oder du schaust und siehst, na, das ist eigentlich fast zu gerade oben drauf. Das ist noch nicht ganz in Ordnung. Also das kann man super trainieren, sehr langsam. Das nächste, was interessant ist, mit dem Runterschauen übrigens, ist das, wenn du hier runterschaust, um nachher zu kontrollieren, dann siehst du auch, ob das, was du machst, tatsächlich stattfindet. Weil du wirst dich vielleicht dabei ertappen, dass du dann auf einmal hier oben schon bist und denkst, ups, das ist aber nicht parallel zum Boden. Also parallel zum Boden ist das hier. Parallel zum Boden ist das hier, okay? Und das ist der erste gute Checkpunkt, den du trainieren kannst. Mit der Clownnase hierher schauen, ob das jetzt erstmal parallel ist und zweitens, ob du hier bist, hier vorne. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und das ist der zweite Teil des Aufschwungs im Prinzip, wo ich jetzt hier beginne, den Schaft auf die richtige Schwungbahn zu lenken und auch die Schlagflächenstellung in einer guten Position halten muss. Ja? Und das kann ich eben wieder mit der Clownnase super kontrollieren. Das heißt, ich bin jetzt hier bei der Position 1 angekommen, hier wo der Schaft parallel ist. Jetzt geht es weiter, der Schaft zeigt ja quasi zur Ball-Ziellinie, kann man sich vorstellen hier. So, und jetzt siehst du, dass die Clownnase immer noch eher nach vorne zeigt und der Schaft nach hinten. Wie habe ich das geschafft? Das ist durch die Handgelenke zustande gekommen. Wenn ich das linke Handgelenk etwas mehr Richtung Palmar beuge und das rechte mehr nach hinten Richtung Dorsal beuge, ja, dann kriege ich so einen Zustand der Hände und das dreht den Schaft so, dass die Clownnase in diese Richtung zeigt. Ja, würde ich das zum Beispiel jetzt nicht ganz optimal machen, nämlich umgekehrt, bin jetzt hier zu dorsal im linken Handgelenk, dann siehst du, dass die Clownnase eher nach hinten zeigt und der Schaft vorne ist. Und das, wie soll ich sagen, das ist noch nicht das Ende des Tages für den Golfschwung, aber für die meisten Hobbygolfer zu schwer wieder aufzulösen. Also ich kenne schon gute Golfer, die das machen, aber die können dann im Durchschwung das gut ausbessern. Hobbygolfern empfehle ich wirklich in der Phase wirklich Acht zu geben, dass auf keinen Fall das hier drunter geht, sondern dass die Clownnase vorne bleibt, sprich die Handgelenke in einer besseren Struktur bleiben.
So, und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich schwierigsten Teil im Golfschwung, nämlich die sogenannte Transition, der Wechsel vom Aufschwung in den Abschwung. Da gibt es ja bereits Videos von mir, jede Menge, was der Schläger machen soll, dieses berühmte Abflachen, wie man sagt, ja, wenn der Schläger von hier nach hier geht. Das ist das, wo sich viele, viele Golfer schwer tun. Und ich denke, der Grund, warum sie sich schwer tun, ist deswegen, weil sie in dieser Phase die Schlagfläche zu offen haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier abflache und dann komme ich jetzt hier zum Ball und habe die Schlagfläche darüber zeigen, dann werde ich das nicht machen. Ja? Verstehst du? Du wirst dann beginnen, irgendwie dann wollen, dass der Schläger hier rüber geht und dass du das ausgleichst. Und das ist das Kritische hier in der Phase, dass man nicht nur abflacht, also den Schläger ein wenig in diese Richtung bewegst. Da gibt es übrigens ein ganz interessantes Video von mir, da habe ich hier oben eines verlinkt in den Infokarten bzw. hier unten in der Beschreibung. Aber auf alle Fälle hier ist es wichtig, wenn du abflachst, muss die Clownnase nach vorne kommen. Das ist das Kritischste in der Phase. Wenn du nur abflachst und die Clownnase bleibt hier hinten, ja, oder hier unterhalb, du schaffst es in dem Fall, ja, dann wirst du das nicht so lange machen, weil du wirst merken, du wirst den Ball so nicht treffen. Aber wenn du jetzt hier bist, ein wenig abflachst und die Clownnase hier rüber drehst, dann hast du die Schlagfläche genug geschlossen und dann tust du dir nachher erleichtert, zum Ball richtig hinzukommen. Eine weitere Sache ist sehr, sehr gut mit der Clownnase zu sehen in der Phase des Abflachens, nämlich nicht nur, dass der Schläger abflacht, sondern wohin er abflacht. Weil wenn ich jetzt hier bin und ich sehe, die Clownnase geht hinter meinen Körper hier, ja, siehst du, hier sehe ich jetzt mehr hinter meinen Körper, dann weiß ich, aha, ich habe richtig abgeflacht. Wenn ich zum Beispiel hier bin und mache zwar, habe zwar die Clownnase vorne, aber es ist hier vorne, dann bringt es mir auch nichts. Das heißt, in der Phase ist es wichtig, dass du auch die Clownnase hinter deinen Körper bewegst. Ja? Also ich bin hier hinter meinem Körper und die Clownnase ist in dem Fall oben und zeigt eher nach vorne und ist nicht hier unten. Also das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges und wahrscheinlich der Fehler Nummer 1 im Golf, das machen wirklich die meisten Hobbygolfer komplett falsch. So, kommen wir jetzt zur nächsten Phase. Wir haben das jetzt hier alles super gemacht beim Abflachen. Jetzt kommen wir zu der Phase, wo der Schaft parallel zum Boden ist. Das ist quasi der letzte kurze Checkpunkt vor dem Treffmoment, weil wenn bis hierher ja quasi nicht alles schon in einer guten Position ist, dann wirst du dich schwer tun, hier zum Treffmoment zu kommen. Das heißt, hier ist es sehr, sehr kritisch, noch einmal zu schauen, bin ich jetzt hier richtig? Habe ich hier den Schaft in einer guten Position? Erstens mal möchte ich, dass der Schaft ja im Prinzip parallel zu meinen Füßen ist hier oder leicht dahinter, auf keinen Fall hier vorne. Ich möchte, dass die Clownnase etwas nach vorne ist, nicht zu viel, aber ein wenig nach vorne ist. Falsch wäre das hier. Und dann hast du eine super Chance, ja, den Ball gut zu treffen. Also ich gehe nochmal hierher. Okay, das schaut sehr gut aus. Wichtig in der Phase ist auch, dass der rechte Ellbogen noch gebeugt ist. Ganz, ganz wichtig. Und du siehst eh, dass das linke Handgelenk dann automatisch mehr in die Richtung gebeugt ist und das rechte sehr gut dorsal gebeugt ist. Das heißt, wenn du das nicht hast, dann schaffst du das gar nicht. Aber eben, wenn du den Clownnase nach vorne bewegst, brauchst du wahrscheinlich gar nicht so viel über die Handgelenke nachdenken, weil es geht eh nur auf diese eine Art und Weise. Okay, das heißt, ich bin hier oben, flache ab, Clownnase hinter meinem Körper und ich senke die Clownnase auch übrigens beim Abflachen. Siehst du, hier runter. Ja, da habe ich auch ein Video letztens gedreht. Hier oben findest du es nochmal in der Infokarte. Auch dieses Video, wo ich die Arme senke, das ist auch ganz wichtig. So, jetzt bin ich hier, dieser Checkpunkt, den wir gesagt haben. Und jetzt kommt es in den Treffmoment hinein. Beim Treffmoment ist es so, dass jetzt eine Sache wichtig ist. Und zwar, du möchtest die Clownnase jetzt nicht genau gegenüber von deinem Ball haben, sondern du möchtest, dass die Clownnase ein klein wenig links vom Ball ist. In dem Fall habe ich einen imaginären Ball, weil ich ja hier nicht schlagen kann. Aber das ist das, was du machen möchtest. Das heißt, wenn ich jetzt hier die ganze Übung durchgehe, ich bin hier oben abgeflacht, hierher im Treffmoment, siehst du diese Clownnase ein wenig links und ich bin nicht hier. Das heißt, wenn das jetzt rechts ist, dann ist das schlecht. Wenn es links vom Ball ist, ist das eine gute Sache. Kommen wir zum Durchschwung. Vielleicht auch noch eine Phase, die wir uns noch mal anschauen sollten. Es ist zwar eigentlich dann schon alles geschehen, aber einfach nur, um das Bild zu vervollständigen. Also hier wäre es dann auch sehr, sehr typisch, dann durch den Ball durch, dass die Clownnase in der ersten Phase des Durchschwungs immer noch oben bleibt. Ja, ich möchte also nicht, dass irgendwie übermotiviert dann anfangen, das zuzurollen hier irgendwie.
Das ist etwas, das dann die Schlagfläche sehr, sehr instabil macht im Treffmoment und dann Hooks auslösen kann, Bälle nach links und viele andere Probleme. Also ist gar nicht notwendig. Man kann hier sehr stabil durch den Ball durchgehen. Die Clownnase zeigt immer noch hinauf und erst in einer späteren Phase hier wirst du dann beginnen, sie etwas nach hinten zu verlieren. Aber da ist ja ohnehin schon einiges passiert in der Zwischenzeit. Diese Übung ist sehr, sehr stark, würde ich immer wieder mal zu Hause machen, einfach im Trockenen. Und ich bin überzeugt, wenn du das wirklich immer wieder übst, ja, ich mache das nochmal vor, wenn du das immer wieder übst, kriegst du eine sehr gute Idee vom Golfschwung. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und lass mich unten in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Wir haben ja schon vom Abflachen gesprochen und ich würde dir empfehlen, unbedingt jetzt dieses Video anzuschauen. Das passt jetzt super dazu. Also bis drüben, gleich auf der anderen Seite. Tschüss.